Jo. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja. Ihr seht, ich bin offscreen ein bisschen ausgerastet. Ich habe dann ein bisschen weiter gebaut. Tage, Wochen gefühlt, Ewigkeiten. Ich habe die Brücke zu Ende gebaut und da Schienen drüber gepflanzt. Ja. Habe ich dann, glaube ich, auch irgendwo in der Box oder habe ich hier irgendwo rumstehen auf den Schienen? Auf jeden Fall haben wir jetzt auch mit der Lore ist das ja auch mit den Schienen ist das eine gute Idee, dass wir das jetzt hier in kürzerer Zeit zurücklegen können. Gelände habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil das ist wirklich eine ewig lange Strecke. Es geht halt noch bis über die Wüste hinaus und jetzt hier noch über das nächste Biom hier. Dann macht es hier so eine kleine Kurve, geht da zu einem Gebirge hin. Das ist halt ein guter Punkt, wo man eine Staffel 2 dann ansetzen kann. Das ist halt so die Idee, dass wir da dann Staffel 2 draus machen. Okay. Hier habe ich ein bisschen experimentiert. Jo. Ja, der Weg ist halt ein bisschen weit. Ein bisschen. Ist halt schon mal ein Tagesmarsch, bis man ansatzweise drüben ist. Mit einer Lore ist man viel schneller unterwegs. Habe ich gerade leider keine. Im Inventar. Habe ich keine mit dabei. Joa. Ich muss mal wieder Minecraft aufnehmen. Hat die Regie mir gesagt. Ich muss das mal machen. Ist schon ein Weilchen her, seit der letzte Part kam. Auch seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Seitdem habe ich hier fleißig an dieser Brücke gebaut. Da kommt die Wüste. Ja, seht ihr, wie weit das noch ging. Ich glaube, wir waren im letzten Part noch hier in der Wüste beim Bauen. Also das ist, ich habe halt rangeklotzt. Ja. Wenn ich hier die Wüste sehe, tropft mir schon der Schweiß hier wieder von der Stirn. Ja, braucht man nur an Wüste zu denken. Schon wird mir heiß. Ja. Auch eine Art von Wanderung hier über die Brücke. Das Wandern ist des Melasnust. Es muss deswegen mal aufhören, steinalte Lieder zu singen. What we can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor, what we can do with the drunken sailor, early in the morning. Ja. Und sonst so. Ist eine lange Strecke. Hier wollte ich die einfach auch mal abgehen und um sie zu zeigen. Das ist halt auch mal praktisch.
Abfahren wäre natürlich interessanter gewesen, aber ja, wir fahren gleich mit der Lore wieder zurück, weil ich euch da drüben noch schauen lassen wollte. Erst noch Instinct. Dann wollte ich auch noch schauen lassen, was hier. Oh, zwei Loren sogar. Falls einer verloren geht. Zack, einsteigen. Let's go. Das Schlimme ist halt noch, man kann jetzt halt nicht aussteigen, bevor man angekommen ist. Weil man steigt immer links aus. Das ist halt hier, das ist. Ja, das ist noch der Fehler an der Sache. Man muss halt für die Lore ständig nach vorne drücken, also den Steuerknüppel nach vorne. Joa. Spaßig. Ich wollte euch da drüben nochmal zeigen, wie ich dann in Staffel 2 weitermachen kann. Wie es geplant ist, wie es dann dort, wo da ein neues Gebiet entstehen kann, was ich mir so gedacht habe. Wie schön die Landschaft da drüben aussieht. Habe ich nämlich auf Screen schon entdeckt. Da hat mir dieses Örtchen ausgewählt. Ja, Staffel 2, wir sind jetzt gerade, wenn ich richtig gucke, in Part 94. Das müsste jetzt der 94. Part sein. Die paar Parts, die ich jetzt noch hier noch bis zur 100. Folge voll machen muss, die verbringe ich in der alten Stadt, im Dorf, am Arsch der Welt. Und dann, ja, in Folge 101, Staffel 2, Folge 1. Es wird natürlich dann weiter nummeriert. Das ist ja, es fängt dann nicht wieder bei 1 an, sondern bei 101. Das ist ja dann, heißt halt nur Staffel 2. Das ist halt dann trotzdem der 101. Part und so. Ich glaube, diese Schienen nutzen gar nichts hier. Diese sonderlichen. Ich glaube, das waren Beschleunigungsschienen, die ich da eingebaut habe. Hatte ich dann nicht mehr genug von. Ich glaube, die bringen nicht viel. Ja, irgendwie sollen die beschleunigen, aber jetzt verlangsame ich gerade. Ne. Muss ich schön den Steuerknüppel weiter nach vorne drücken. Steuerknüppel, ja, es ist das Ding halt hier auf dem Controller. Linker Steuerknopf, ihr wisst, was ich meine. Ja, also mit dem Minecart ist man schon ein bisschen schneller unterwegs. Nicht dolle, aber ich denke, das lässt sich auch noch irgendwie automatisieren, wenn man da irgendwie noch Schienen herkriegt, wenn man das kapiert. Also das sind, irgendwie lässt sich das vielleicht mit Redstone oder so noch so ein paar Beschleunigungsschienen einbauen. Ich muss mich da mal in Minecraft-Wiki belesen, wie das funktioniert. Es wäre dann vielleicht, also wenn wir da mit vollem Turbo langfahren, ist das auf jeden Fall interessanter. Das war dann immer hier schneller von A nach B kommen. Dann erfüllen auch die Schienen ihren Zweck. Ja, sonst ist das hier quasi dasselbe wie das Laufen. Das ist halt irgendwie so viel Zeitersparnis bin es dann auch nicht. Ein bisschen, aber nicht so viel. Ja, gut. Und im echten Leben müsste ich jetzt, also im Real Life, in diesem ominösen, mysteriösen Real Life, wenn ihr das hier seht, diesen Part, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wann dieser Part rauskommt, aber ich produziere ihn ordentlich vor. Weil dieser Part, wenn ihr ihn seht, wenn er rauskommt, ein Stopp-Dingens. Und das können wir verlassen. Oh, sind wir so rechts ausgestiegen. Bleibst du hier, Lore? So ein Bett haben wir mit dabei, zum Glück. Und zack. Gute Nacht.
was sagen wollte, wenn ihr diesen Part seht, dann bin ich gerade in der Prüfungswoche. Das ist bei mir in meiner Berufsschule eine Ausbildung. Die Prüfungswoche, also nicht die Endprüfung, da gibt es so eine interessante, lustige Zwischenprüfung. Ja, Zwischenprüfung nennt sich das. So mal eine Prüfung aus Spaß. Ja, darf man schon mal ausprobieren. Die zählt noch nichts. Aber trotzdem. Jetzt kann ich euch mal hier die Natur zeigen. Ja, hier unten ist eine richtig große Schlucht. Sollten wir jetzt mal nicht reinfallen. Ja, da muss ich nachher auch mal den Weg wieder hochfinden zu den Schienen. Aber ich zeig's. Ich versuche jetzt hier erstmal nach unten zu gehen, das euch mal von unten zu zeigen. Mal ein bisschen einen Blick aufs Gebirge zu haben. Bietet sich dann sehr gut als Thumbnail an. Jetzt sieht man es, glaube ich, gleich schon sehr gut. Da sind die Schienen. Da verlaufen die Schienen. So, meinen hübschen Blickwinkel raussuchen. Sind wir weit genug von entfernt. Na, ja, man sieht es halt hier irgendwie als so ein kleines Gebirge. Jo, hübsch. Ja, vielleicht sieht man hier noch so ein bisschen was. Was? Konsolen lässt nach, okay. Batterieleistung. Jo. Okay. Jo, gibt hier alles den Geist auf. Ja, hier so ein bisschen kleines Gebirge, wo man sich in der Schlucht, die wir hoffentlich jetzt nicht reinfallen, wo man sich so ein bisschen reinbuddeln kann. Hier geht's ganz tief runter. Ja, hier so, das wäre so meine Idee. Da könnte man halt so richtig so einen Zwergenpalast so ein bisschen, hier könnte man so das noch ein bisschen zurechtklöppeln. Da könnte man halt hier so ein bisschen großes Eingangsportal machen und dann hier Untertage, hier jede Menge Fackeln und so weiter. Da könnte man halt das, was ich mir eigentlich unter diesem Projekt vorgestellt habe, hier so richtig großartig hier. Die Eingangsebenen basteln. Da ist noch Lava. Ich baue mich hier gerade mit Holz ein bisschen rüber. Können wir ja schon die Anfängerebenen. Ist jetzt sozusagen so ein bisschen ein Vorausblick auf Staffel 2. Im nächsten Part geht es wieder drüben weiter im Dorf. 30 Holz haben wir hier gerade noch mit dabei. Dann war noch übrig. Ja, wundervoll. Bis rüber kann ich noch nicht bauen. Puh, hier mal. Lieber sicherer bauen. Nicht in die Höhle fallen. Die Schlucht meine ich. Das endet auf jeden Fall tödlich. Puh. Da schwitzt hier auch nochmal. Heftig. Puh. Drüben andocken können wir noch nicht. Da ist jetzt hier, da bege ich mich jetzt hier auf. Es ist jetzt hier nicht so easy pop easy. Beim Brückenbau sind wir auch einige Male runtergefallen. Vor allem mit dem Pro-Controller, der sich jetzt hier nicht. Der lässt sich schon gut steuern, aber ist jetzt hier keine Maus oder keine Tastatur, die man. Muss mich kurz mal konzentrieren.
immer noch nicht drüben. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, dann wären wir wieder drüben. Wir haben keine Items mit. Aber trotzdem ist halt der Weg hier wieder hin. Müssen wir uns halt, ja, wir haben uns, müssen wir hier auch mal ein Bett aufbauen. Wir haben uns kein Bett aufgebaut, aber das müssen wir mal tun. Ah, sehr gut. So. Hoppala. Oha, na, vorsichtig. So. Weg mit dir. Hier schon mal so ein bisschen in den Anfang von einem Übergang. Das ist halt so ein bisschen, ja, das ist halt hier ganz vorsichtig. Müssen wir gucken, hier müssen wir einiges bauen. Hier werden wir auch ein bisschen mit Holz so ein bisschen Ebenen bauen, dass man halt hier nicht runterfällt. Ja, Staffel 2, das wird, ja, Holz haben wir ja genügend hier. Das wird eine Mission, mich in den Berg reinzubuddeln. Ja, da werden bestimmt auch einige Male sterben. Ja, so schaut's aus. Zur Prüfungswoche wollte ich noch ein bisschen was sagen. Gibt es nicht viel zu sagen. Aber ja, bis auf, dass ich vorproduzieren muss und ja, jetzt auch bald schon fertig bin. Also wenn ich das hier aufnehme, ist das so ziemlich das letzte hier in der, für die Prüfungswoche. Müsste eins der letzten Videos sein. Dass ich mich auch noch ein bisschen vorbereite drauf. Auf den Prüfungsstress und so weiter. Ist gut, dass ich das vorproduziere, weil sonst, ja, in dieser Woche werde ich jetzt nicht so viel produzieren können. Muss jetzt natürlich gucken, dass auch noch für die Woche danach irgendwie, ja, habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, aber ja, es könnte, also will ich euch schon mal vorwarnen, also es könnte sein, dass dann nächste Woche, also nach der Prüfungswoche dann ein bisschen, es könnte ein bisschen knapp werden, weil wir haben an mehreren Tagen die Prüfung und er ist natürlich, ja, geht es halt auch ein bisschen auf die Freizeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe mich bis dato jetzt noch nicht so sehr motivieren können zu lernen. Ja, sage ich jetzt in einem öffentlichen Video. Ja, es ist ja kein Geheimnis, oder? Jeder Schüler, der kennt das an sich selbst. Also wenn man jetzt kein totaler Streber ist, dann, ja, wie es halt so bei Prüfungen ist, kurz vor der Prüfung sollst du eigentlich lernen, aber spielst Minecraft. Das ist, ja, es ist die Tatsache. Ich meine, ihr seht es gerade. Es ist, ja, wer kennt es nicht? Auch damals in der Schule, beim Hauptschulrealschulabschluss. Ja, Abitur habe ich nicht gemacht. Darf man das so öffentlich sagen? Ja, ist die Wahrheit. Schaut sich ja eh keiner an, meine Videos. zumindest bis so weit hin. Hier hört sowieso keiner mehr zu, an dieser Stelle. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Ja, so sieht's aus. Ich werde mich trotzdem in den nächsten Tagen mal wieder hin, mal ein bisschen, ich werde mich dazu aufraffen. Ich werde mich dazu aufraffen müssen. Mal ein bisschen, ja, mir doch ein bisschen, zumindest klitzebisschen mal ein bisschen was anzugucken. Da mal zu schauen, dass dann den Schulstoff so ein bisschen mich mal wieder daran erinnere, was wir in der Schule gemacht haben. So ein bisschen Recap. Der Berufsschuljahre, dass da mal so ein bisschen
checke, was läuft. Im Wissen kann man es natürlich bei Prüfungen nicht, das ist halt der Scheiß an der Prüfung. Ich habe mich schon öfter als Feind des Schulsystems ausgesprochen. Genauso sieht es bei Prüfungen aus, dass ich halt da nicht viel von, aber man muss es halt mitmachen, um halt den Abschluss zu kriegen. Das ist halt irgendwie, ja, man muss den ganzen Spaß, den ganzen Schulkrams mitmachen. Bleibt einem auch in der Berufsschule nichts anderes übrig. Eine Ausbildung, meinte ich. Jo. Eine Lorenfahrt ist lustig. Ach du Scheiße. Ich scheiß mich an. Jetzt fängt es noch an zu regnen. Halleluja. Das ist ja super. Auf dem langen Weg nach Hause. Dann fängt es noch an zu regnen. Ein schöner Blick bei Nacht auf das Leuchten des Dorfes, das hell erleuchtet war. Des Dorfes. So, einmal mit aussteigen. So, durchs Blumenbeet. Hoffen, dass mich keine Monster angreifen. Und ab nach Hause. Und wenn ich so auf die Partzeit gucke, also wenn ich jetzt so auf die Uhrzeit gucke, dann sehe ich auch schon, dass die Partlänge erreicht ist, dass wir jetzt hier bald mal Schluss machen müssen. Joa, wie schnell die Zeit vergeht. Mir kam es schnell vor. Für mich verging die Zeit sehr schnell. Wenn ich die Uhr richtig deute, haben wir jetzt die Partlänge schon erreicht. Joa. Haben wir ein bisschen gelabert und ein bisschen über die Brücke gefahren. Eigentlich den ganzen Part über Brücke fahren. Ja. So kann es auch gehen. Sterbendes Zombie. Zombiefleisch. Sollte man jetzt nicht unbedingt essen. Können wir in den Knast packen. Die kriegen nur Zombiefleisch. Im Knast. Ja, Mensch. Hat mal irgendwie ein Creeper mal was reingebombt. Selbst da noch so ein großes Loch drin. Tür auf. Achso, hier liegt, ist ganz klar, so unter die Erde gehen. Hier waren wir, glaube ich, auch lange nicht mehr drin. Gefängnis-Dings. Okay. Ja, hier gab es irgendwo, dachte ich eigentlich. Naja, gut. Hier auf die Mauer kommt man von drin natürlich nicht rauf. Ist alles gut gesichert. Zack. Ich muss mal diese Außen lang gehen. Ups. So. Zack, hier mal auf den Turm rauf. Sehr schön. Meine Bauwerke, mit denen ich ganze Partzeit verbracht habe. Ja, so muss das. Na dann, ich habe schon gesagt, Partlänge erreicht. Glaube ich, nach oben muss es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, im nächsten Part schauen wir nach, was wir hier im Dorf noch machen können. Ein bisschen Feldarbeit hier so, ein bisschen müssen wir das auch mal wieder zu bauen. Ja, Wladimir, der Schwein. Klaus ist der auch noch hier. Sehe Klaus nicht. Los, der Zweite. Hier, Nametag. Ja, eng auf eng, eingefärcht jetzt hier alle. Das Klaus, das Huhn. Jo, hier meine Tiere, um die müssen wir uns auch mal kümmern. Dann mit den Blumen wollten wir auch noch was machen. Da wollten wir auch noch hier Schafe einfärben. Wenn wir Schafe finden, hier mal ein Schaf. Tun wir Wolle färben.
Jo, das, ja, damit können wir die nächsten Parts noch so entspannt verbringen. Und dann, ja. Aber hier erstmal, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonnieren, Däumchen drücken, Glocke aktivieren. Und vor allem einen schönen Tag haben. Und man sieht sich im nächsten Part von Minecraft Arno oder im nächsten Video auf meinem Kanal. Da kommt demnächst noch einiges Tolles auf euch zu. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.